Hallo Leute, ich bin's wieder, Markus Klettke, und ich zeige euch heute von Joyo das Quattro Delay aus der Iron Man Serie. Okay, jetzt werden wieder einige sagen, noch ein Delay, das ist wahrscheinlich wieder nur, es gibt so viele Delays, warum soll ich mir jetzt genau das Delay kaufen? So, wie gesagt, wir haben es hier mit der Iron Man Serie zu tun und das ist natürlich wieder Nummer 1, die Mini Pedal Serie, die mal zum Vergleich zu meiner Hand wirklich sehr mini sind, und ich habe Gott sei Dank die Hand dazu genommen, das Mini zu zeigen. Ich weiß. Okay, also schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben natürlich wieder diese kleine Klappe hier, die unsere Settings auch im Bühnenalltag schützen soll. Und ja, was haben wir drauf? Wir haben einen Time-Regler. Das ist im Prinzip, gibt das an, in welcher Zeit die Delays, also die Echos, kommen. Dann haben wir einen Feedback-Regler. Der bestimmt praktisch, wie viele Echos kommen. Dann haben wir einen Mix-Regler, der bestimmt ganz einfach, wie laut die Echos sind. Und dann kommt das wirklich Coole. Dann haben wir nämlich einen Regler, der uns 4 verschiedene Modis an Delays gibt. Da haben wir Copy, Analog, Mod und Filled. Ich möchte ganz kurz erklären, was das Ganze ist. Also wir haben Copy, das ist im Prinzip, also es ist im ganz Allgemeinen, es ist auch ein digitales Delay. Da haben wir also erstmal Copy. Copy ist das ganz normale Digital-Delay, sprich das, was wir an Ton reingeben, wird auch exakt so wieder nachgebildet. Also wir haben exakt die gleichen Höhen, die wir jetzt von der Gitarre an sich haben, auch natürlich bei Copy in den Delays drin. Dann gehen wir weiter auf Analog. Analog ist im Prinzip eine Nachbildung von den alten analogen Delays. Das sind so die Memory Boy Sachen oder so. Die sind halt dafür bekannt, dass die Delays je nach Wiederholung immer dumpfer werden und auch im Allgemeinen etwas dumpfer sind. Das lag damals ganz einfach an dem analogen Schaltkreis. Dann haben wir Mod. Mod steht für Modulation. Also wir haben kein klares Delay, wo praktisch wirklich nur der Ton wiederholt wird, sondern dass das Delay moduliert. Also wir haben so ein bisschen Wobbly Sound da drin, das ist ganz cool. Und dann haben wir natürlich noch Filter. Das ist natürlich auch wieder so eine Art Modulationsdelay. Also wir haben auch wieder so ein bisschen Wobbly drin und es filtert halt so ein bisschen Synthi-mäßig. Ist auch sehr cool. Ja, jetzt habe ich euch natürlich schon lang genug wieder damit genervt. Natürlich haben wir noch, dass ich es nicht vergesse, ein Anschalter, der natürlich auch, wenn er aus ist, mit True Bypass ausgeschaltet ist, damit es uns nicht den Ton kaputt macht. Wir haben In und Out und es wird mit 9 Volt wie immer gepowert. Diesmal haben wir sogar mal eine schöne Farbe in hellem Babyblau. Ja, ansonsten habe ich genug erstmal darüber gelabert. Viel wichtiger ist, dass ihr euch jetzt einfach mal die verschiedenen Modis anhört. Hört euch mal an, wie der Sound von dem Delay sich praktisch verändert, je nachdem welchen Delay-Typ ich gewählt habe, und ansonsten hören wir uns das Ding einfach mal an. Thank you.
War das Quattro Delay von Jojo. Ich habe natürlich jetzt in den letzten Videos wirklich schon immer gesagt, okay, das Pedal ist wirklich toll und jetzt werden mir vielleicht auch einige anlasten, dass ich vielleicht jedes Jojo Pedal jetzt einfach sage, es ist total toll.
Und man muss auch sagen, natürlich, es gibt Unterschiede zu den wirklich teuren Pedals und einem Joyo Verzerrerpedal zum Beispiel. Nehmen wir mal als Beispiel ein OCD und nehmen mal den Ultimate Tri von Joyo. Das ist eigentlich der Klon davon. Dass das exakt genauso klingt, gleiche Qualität für viel weniger Geld, ist natürlich nicht der Fall. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Es ist natürlich, wenn man betrachtet, was man für 44 Euro bei Amazon da bekommt von Joyo, natürlich im Vergleich zu einem OCD-Pedal, was ungefähr 200 Euro kostet, manchmal noch mehr, natürlich ein absolutes Schnäppchen, weil es wirklich für das Geld eine Wahnsinnsqualität hat. So, und jetzt zu dem Quattro. Der Quattro ist natürlich auch wieder, das Pedal ist an sich teurer. Ich weiß gar nicht so genau, wo es preislich genau liegt. Das werdet ihr ungefähr jetzt genau hier oben sehen. Aber das Ding ist ganz einfach, die Qualität von dem Quattro wie auch von dem Space Verb sind beides digitale Delays, beides digitale Pedals von Joyo. Und ich muss sagen, soundmäßig, verdammte Hütte, die Pedals sind echt Wahnsinn. Also qualitativ kann ich, wenn ich mir jetzt mal ein vergleichbares Pedal, was wirklich auch mehrere Modis hat, mal anschaue und nehme jetzt ganz einfach mal ein Flashback oder sowas von TC, muss ich sagen, dass ich ganz ehrlich von diesem Pedal keine großen Unterschiede höre und das für den Preis. Das muss man sich ganz einfach mal vor Augen halten. Ich meine, klar, es ist klein, man ist vielleicht auch nicht so wirklich durch die kleinen Regler schnell in der Lage, mal schnell auf der Bühne schnell runter zu gehen oder irgendwas mit dem, zum Beispiel mit dem Fuß, was ich auch öfter mal mache, dass ich mein Pedal einfach mit dem Fuß von der Bühne einfach mal nachregel. Das funktioniert hier natürlich nicht. Aber das Ding ist einfach soundmäßig, muss man ganz ehrlich sagen. Hut ab, Joyo, tolle Arbeit geleistet. Checkt das Ding unbedingt mal aus, es ist wirklich unfassbar gut. Es kommt natürlich auch wieder in der tollen Verpackung, es kommt wieder mit passendem zugeschnittenem Velcro und auch noch den Gummi, der Gummierung hier, dass man praktisch, wenn man kein Pedalboard hat, es nicht auf dem Boden überall umherfliegt. Und ja, ansonsten hat es mir wie immer riesen Spaß gemacht. Wenn ihr vielleicht schon eigene Erfahrungen mit dem Joyo gemacht habt oder irgend sowas, dann lasst es mir einfach in der Kommentarbox. Und ansonsten hat es mir wie immer riesen Spaß gemacht. Vergesst nicht, hier unten den Subscribe-Button zu drücken und die Pedal Show einfach weiter zu folgen. Und mir hat es wie immer Spaß gemacht. Keep rocking!